Christian Berkel, da ist er wieder. Wie war es beim Dreh? Ein paar nette Anekdoten vom Set. Haben Sie ein paar für mich von der Produktion? Also für mich war es natürlich total schön, mal einen Teufel zu spielen. Das habe ich eigentlich als Kind mir schon immer gewünscht. Und das andere, was ich mir immer gewünscht habe, war einen Kinderfilm zu drehen. Leider sind natürlich meine Kinder jetzt nicht mehr in dem Alter, dass sie zur Zielgruppe gehören. Aber egal, ein Kinderfilm war immer auf meiner Wunschliste. Jetzt hat es zum ersten Mal geklappt und ich freue mich sehr. Das Schöne ist ja, als Schauspieler kann man sich so eine Rolle richtig schön reinversetzen. Wie war das denn dann gerade, den Teufel zu spielen? Also wie diabolisch sind Sie vielleicht auch sonst so angelegt? Oder wie viel Spaß hat es gemacht, diese Rolle zu verkörpern? Also das, und das ist auch einer der Gründe, was mich an Kinderfilmen immer so gereizt hat, ist eben, dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur sozusagen mit dem feinen Pinselstrich und im ganz realistischen Rahmen zu spielen, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, mal ins Komödiantische zu gehen, mit den etwas kräftigeren Farben zu arbeiten. Und das ist, das hat großen Spaß gemacht, natürlich hier auch mit Maske und mit Kostümen und zu wissen, das und das wird alles noch VFX-mäßig dazukommen. Das war sehr schön. Der Film heißt ja Die Wolfgang und es geht ja auch um eine Gang, die an sich unterschiedlich nicht sein könnte. Vampir, der kein Blut sehen kann, Fee mit Blutgas und so weiter. Hatten Sie als Kind auch mal so eine Clique oder Gruppe gehabt, wo Sie drin waren? Und was haben Sie damals in Ihrer Zeit so gemacht? An dem in der Freizeit? Okay, wahrscheinlich weniger Vampire jagen oder so. Das nicht so sehr. Ich meine, in meiner Generation war es natürlich klassisch die Cowboy- und Indianerzeit. Nicht? Also zu meinen Geburtstagen mussten prinzipiell alle Kinder verkleidet kommen. Also es gab und ich habe nicht zur Faschingszeit Geburtstag gehabt. Also dieses sich verkleiden, jemand anders sein zu können, in jeder Zeit gibt es dann andere Idole und andere Wunschfantasien. Aber ich finde, das ist für Kinder was ganz, ganz Tolles. Das ist rausgehen in die Welt, sich mit der eigenen Fantasie einbringen. Das ist besser als zu Hause zu sitzen vor irgendwelchen Computerspielen. Und Kindergeburtstage, wo man sich verkleiden kann, machen ja auch viel mehr Spaß, als wenn man nur irgendwie in Straßenklamotten und mit Kuchen trinkt. Ja, natürlich. Also ich habe das bei meinem letzten runden Geburtstag, habe ich das wieder eingeführt. Und da mussten alle im Kostüm kommen. Super, klasse. Vielen herzlichen Dank.